Herzlich willkommen auf dem ehrlichsten Kanal von YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist Stefan Sachs und damit herzlich willkommen. Kevin Kühnert hat sich zu Wort gemeldet wegen der Sache, die man jeden Tag immer aufs Neue hört. Rechtsradikale Deutsche. Lassen Sie mich noch ein Wort verlieren zu dem, was seit wenigen Tagen bundesweit diskutiert wird, rund um die Videos, die uns aus einer Party-Location auf Sylt erreicht haben und was ja seither flankiert wird durch immer neue Berichte über vergleichbare Vorfälle auch an anderen Stellen im Land. Ich glaube, zur Bewertung dieses widerlichen Videomaterials ist alles Notwendige gesagt und alle juristischen Aufarbeitungen laufen soweit ja auch an. Ich glaube, wir haben festzuhalten, dass wir feststellen können, rechtsradikales Gedankengut ist, oh Wunder, kein Phänomen von gesellschaftlichen Rändern allein, sondern, das hätte man auch vorher schon wissen können, findet in der Mitte der Gesellschaft statt. Es ist keine Einkommensfrage und auch keine Frage der Himmelsrichtung in unserer Gesellschaft, sondern es ist eben eine Einstellungsfrage. Und unappetitliche, rassistische, menschenfeindliche Einstellungen, die gibt es quer durch alle Gesellschaftsgruppen hindurch. Und was noch schlimmer ist, sie werden teilweise eben zu einer Form von Subkultur fließen, in Feierkultur und ähnliches mehr mit ein. Okay, ich ziehe es gar nicht mal so in die Länge. Das Ding ist doch, wenn du mal Ausländer warst, also nicht mehr in Deutschland gelebt hast, dann Rassismus gibt es wirklich in jedem Land. Aber die Ausländer machen sich darüber lustig, glaube ich, langsam. Ich habe das hier gesehen. Trotz der Anwesenheit der Polizei lassen die jungen Männer ihrem Hass freien Lauf. Genau, wir wollen Hitler zurück, Adolf Hitler. Wir wollen die Juden, die Israel eine Terrorgruppe ist und ich Adolf Hitler wieder zurückwünsche. Nein, das ist meine Meinung, ich bin für Hitler und es ist meine Meinung. Wir leben hier in Deutschland, sie muss mit Kritik umgehen. Ich bin für Hitler, Adolf Hitler, vergaß die Juden. Free Palestine. Wahnsinn, oder? Man glaubt es doch gar nicht, was so in Deutschland alles passiert. Wo wird denn darüber berichtet? Es geht noch weiter. Ich habe das noch gesehen. Das aktuell. Die machen sich doch lustig gerade über uns. Wenn die Ausländer rufen, Ausländer raus. Ja, das Ganze soll wohl in Stuttgart stattgefunden haben. Die Fans von Galatasaray hatten gerufen, Ausländer raus. Jetzt grüllen auch noch die Leute das. Es ist doch Verarsche. Ich frage mich wirklich, was die Polizei da macht. Laut der Stuttgarter Zeitung wurden im Verlauf der Feierlichkeiten 18 Personen vorläufig festgenommen. Sie standen laut Polizei im Verdacht, Pyrotechnik und Böller gezündet zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten die Tatverdächtigen Platzverweise und wurden anschließend freigelassen. Ob die Rufe Ausländer raus noch weiter verfolgt werden, wird aktuell noch geprüft. Wenn das nicht so wäre, dann, ja, wird mit zweierlei Maß gemessen, kann ich mir gut vorstellen. Doch die Medienwelt, es geht weiter. Rassismus-Eklat, Annelite-Internat, Schüler grölen Nazi-Parolen. Also es ist doch egal, wo es ist. Es war die Polizei, es war die Bundeswehr. Der Kühner hat selber gesagt, es ist in jeder Schicht so. Man muss nicht alle mögen. Aber ich glaube, das wird jetzt langsam zum Hype oder zum neuen Sommerlied Ausländer raus. Es ist einfach nur Höhne und Spott gegen die deutsche Bundesregierung. Die denken sich bestimmt, abschieben in Deutschland geht ja eh nicht. Die paar hundert Leute, die sie da im Jahr abschieben, lächerlich. Frau Friede sollte sich immer auch um andere Leute kümmern. Und zwar ganz in ihrer Nähe. Berlin. Schütze nach Blutstreit auf der Flucht. Und danach, das macht mich fassungslos, musste das Krankenhaus von der Polizei geschützt werden. Im Krankenhaus kämpfen die Ärzte um das Leben des niedergeschossenen Opfers. Gleichzeitig sammeln sich immer mehr Familienangehörige vor der Klinik und belagern laut Augenzeugen Einsatzkräfte und Krankenhauspersonal. Das Krankenhaus musste unter Polizeischutz gestellt werden. Leute, in was für ein Deutschland leben wir? Man feiert 75 Jahre Grundgesetz, aber anscheinend zählt das wohl nicht für alle. Das Grundgesetz soll ja für uns gut sein, für die Bürger des Landes, damit der Staat nicht übermächtig werden kann und damit wir immer sagen können, ey Leute, ihr da oben, das wollen wir so nicht. Ja. Was soll ich noch sagen? Ey, schreibt einen Kommentar rein. Ich bin fassungslos über die ganzen Nachrichten. Tut mir auch leid, dass es heute so spät wurde. Aber die beiden Kids heute halten mich auf Trab. Leute,
Danke fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal, also morgen wieder. Ansonsten, macht's gut.